Das heutige Evangelium ist die unmittelbare Fortsetzung dessen, was wir letzte Woche gehört haben. In Gleichnissen hat Jesus den Jüngern beschrieben, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Es waren Bilder des organischen Wachstums, in dem gezeigt wird, wie sich die Kraft des Reiches im Einzelnen auswirkt, aber auch, was die Kraft des Gottesreiches für die Gesellschaft bedeutet. Jetzt hören wir, wie es mit den Jüngern weiterging und ob diese Saat des Gottesreiches in ihnen schon zu keimen begonnen hat. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg, und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Die Szene beginnt also am Abend jenes Tages, an dem Jesus die Gleichnisse vom Gottesreich erzählt hat. Wenn hier allerdings vom Abend die Rede ist, ist nicht bloß eine Zeitangabe gemeint. Wir haben es hier nicht mit journalistischen Berichten zu tun, sondern mit theologischen Texten. Und theologisch gesehen ist der Abend immer auch ein Symbol für das Leben, das zu Ende geht. Die Nacht ist die Nacht des Todes. Und Jesus sagt jetzt: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Natürlich kann man das auch im lokalen Sinn verstehen und sie sind dann wirklich auch mit dem Boot ans andere Ufer hinübergefahren in heidnisches Gebiet. Dort geht dann die Geschichte weiter. Aber diese Hinüberfahrt ans andere Ufer ist auch ein Bild für die Überfahrt auf die andere Seite des Lebens hin, also auch ein Bild für den Tod. Es ist ein Weg, auf dem Menschen zurückgelassen werden müssen. Sie schickten die Leute weg. Sie können ihnen jetzt nicht folgen. Der zweite Teil dieses Satzes ist sehr frei wiedergegeben. In der einen Übersetzung heißt es: Und sie fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Genauer am Urtext müsste es eigentlich heißen: Sie nahmen ihn mit, so wie er im Boot saß. Es gibt andere Übersetzer, die schreiben: Sie nahmen ihn mit, so wie er war. Gemeint ist damit: Wir müssen Jesus so nehmen, wie er ist. Wir hätten manchmal gerne einen anderen Jesus, dass er anders handelt, dass er anders in unser Leben eingreift, aber wir müssen Jesus nehmen, so wie er ist. Wir müssen ihn kennenlernen, in dem, wer er wirklich für uns sein will. Dann wird bemerkt, dass andere Boote das eine Boot mit Jesus an Bord begleiten. Das scheint wie ein Widerspruch zu sein, denn sofort ist geheißen, dass die Leute weggeschickt wurden. Das ist richtig, das ist ein Bild wieder für das Sterben. Im Sterben muss man Menschen zurücklassen, aber letztlich alle werden diesen Weg gehen, auch andere Boote gehen diesen Weg ans andere Ufer. Aber es ist ein Unterschied, ob man auf diesem Weg Jesus mit an Bord hat. Aber während der Überfahrt beginnt dann auch schon das Drama. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Die Nacht, der Wirbelsturm, das aufgewühlte Wasser, das sind alles Bilder des Todes. Der Sturm fällt von oben herab und das ist auch historisch durchaus zutreffend. Es gab am See Genezareth immer wieder heftige Fallwinde, die Fischer durchaus in Gefahr bringen konnten. Das Wasser ist aufgewühlt, ein Bild für den Abgrund des Todes, der alles zu verschlingen droht. Eigentlich scheint es unmöglich zu sein, in so einer Situation zu schlafen. Mitten im Seesturm, das Boot wird hin und her geschaukelt, das Wasser kommt schon ins Boot herein. Aber genau das wird über Jesus gesagt. Und der Begriff, der hier für das Schlafen verwendet wird, drückt einen sanften, ruhigen Schlaf aus. Der Begriff ist aber auch ein bildhafter Begriff, der für den Tod verwendet wird. Also auch hier haben wir diese Doppeldeutigkeit in der Begrifflichkeit. Jesus ist hinten im Boot. Das ist der Teil des Bootes, der im Fall des Falles als erster sinkt. Also er befindet sich eigentlich in der größten Gefahr. Jesus tut damit aber auch genau das, was er zuvor im Gleichnis über den Sämann gesagt hat, der den Samen ausbringt, als Bild für das Wort vom Reich Gottes, das ausgebracht wird. Der Sämann bringt den Samen aus, dann schläft er und steht wieder auf.
Jesus ist ins Boot eingestiegen und er legt sich schlafen. Dann heißt es, sie weckten ihn. Also die Jünger, die in Angst sind, sie weckten ihn. Wörtlich heißt es eigentlich, sie machten ihn aufstehen. Das ist das gleiche Wort wie beim Sämann, das beim Sämann verwendet wird, er schläft und steht auf. Jesus schläft und jetzt macht man, dass er aufsteht. Und die Jünger rufen in ihrer Angst, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Sie reden Jesus mit Meister an, Didaskale, das heißt Lehrer. Für einen Lehrer halten sie ihn, er hat ihnen ja diese Lehre über das Reich Gottes gebracht. Noch begreifen sie nicht, dass Jesus mehr ist als nur ein Lehrer. In ihrer Angst rufen sie, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Sie drücken damit dieses Gefühl der Angst aus, die auch jene haben können, die Jesus mit an Bord haben. Auch wer Jesus mit an Bord hat, dem bleiben die Stürme des Lebens nicht erspart, dem bleibt auch letztlich das Sterben nicht erspart. Und diese Angst ist da, diese Angst ergreift die Jünger, die Sorge, dass Gott sich gar nicht kümmert. Wo ist Gott in all den Nöten? Das genau drücken die Jünger hier jetzt auch aus. Wo ist er jetzt? Wo erfahren wir seine Kraft? Jesus lässt sich wecken und wie in einem einzigen Akt sagt er, und ich bleibe jetzt sehr genau am griechischen Urtext, aufstehend drohte er dem Wind. Das Wort drohen, epidemao im Griechischen, ist dasselbe, das verwendet wird, wenn Jesus Dämonen austreibt. Er droht den Dämonen, er treibt sie aus. Und zum See sagt Jesus, schweig, sei still. Das griechische Wort, das da verwendet wird, ist eigentlich sehr derb, umgangssprachlich. Man kann es auch wiedergeben mit halt die Klappe. Die Elemente gehorchen sofort. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Wörtlich ist die Rede sogar von einer Megastille. Galene, Megale ist das griechische Wort. Die Jünger aber fragt Jesus, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Das griechische Wort, das hier mit Angst wiedergegeben wird, bedeutet eigentlich mehr furchtsam sein, feige sein. Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch kein Vertrauen? Das griechische Wort für Glaube meint ja eigentlich Vertrauen in jemanden haben. Das heißt, dass Jesus sich immer gewundert hat über den Glauben der Menschen, im Positiven wie im Negativen. Er wundert sich über den Unglauben, den Kleinglauben der Jünger, aber er staunt auch über den Glauben zum Beispiel des heidnischen Hauptmanns oder der heidnischen Frau. Der Glaube ist im Grunde immer etwas Wunderbares, denn Jesus kann den Glauben in den Menschen nicht machen. Der Glaube ist die ureigenste Antwort der Menschen auf das Auftreten Jesu. Aber es ist wie ein Wunder des Lebens. Genauso wie der Keim, der Lebenskeim, der Same, der in die Erde gebracht wird und langsam wächst, genauso muss der Glaube im Menschen selber wachsen. Er kann nicht befohlen werden, er kann nicht auferlegt werden. Im Glauben gibt es kein Muss und deshalb ist der Glaube auch für Jesus immer etwas Staunenswertes. Die Jünger brauchen noch Zeit und auch wenn Jesus sich über ihren Unglauben wundert, so hat er doch auch Geduld und er geht weiter mit ihnen, sodass der Glaube nach und nach zur Reife kommen kann. Für den Moment sind sie aufgewühlt, da ergriff sie große Furcht. Jetzt wird im Griechischen für Furcht jenes Wort verwendet, das wir normalerweise auch mit Angst übersetzen. Im griechischen Originaltext wird es sogar verdoppelt. Da heißt es, Ephobetesan phobon megan. Sie fürchten sich also mit einer Megafurcht und diese Megafurcht ist wie das Gegenteil zur Megastille, die jetzt auf dem See liegt. Das Innere der Jünger ist dagegen jetzt gerade aufgewühlt. Und sie sagen zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Zuerst hatten sie ihn Meister, also Lehrer genannt, ein klar definierter Titel. Aber jetzt wird klar, dass Jesus mit diesen nur menschlichen Titeln und menschlichen Maßstäben nicht zu fassen ist. In Jesus ist mehr anwesend als nur der Lehrer. Und es kommt göttliche Macht zum Ausdruck, die sich darin manifestiert, dass ihm sogar die Elemente gehorchen. Zum Abschluss fragen wir noch einmal nach dem Sinn der ganzen Geschichte, die ja auch etwas sonderbar erscheint. Es geht ja jetzt nicht darum, dass Jesus hier einen Wetterzauber ausführt. Die eigentlichen Kräfte, die Jesus zum Schweigen bringt, sind ganz anderer Natur und haben nichts mit Meteorologie zu tun. Wir werden das verstehen, wenn wir uns die Zwillingsstelle zu diesem Evangelienabschnitt hernehmen. Mit dieser haben wir uns nämlich schon einmal beschäftigt.
Es ist im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, wo Jesus seine erste Machttat gewirkt hat, der Exorzismus in der Synagoge von Kapharnaum. Auch da hat Jesus einem Dämon gedroht und hat ihn zum Schweigen gebracht, mit dem gleichen Wort, mit dem er den Wind zum Schweigen gebracht hat. Und es fällt auf, dass beide Begebenheiten fast mit den gleichen Worten oder mit sehr ähnlichen Worten enden. Im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums heißt es, nachdem Jesus den Dämon ausgetrieben hatte, da erschraken alle und einer fragte den anderen, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht, sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Jetzt haben wir gehört, da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Die Parallele ist auffallend, man kann das schön auch im Bild darstellen. Die beiden Stellen hängen eng miteinander zusammen. Die Angst vor dem Abgrund wird auch von den unreinen Geistern wachgehalten und wer in Ängsten ist, kann beherrscht werden. Und diese unreinen Geister können in verschiedener Form auftreten. Auch Machthaber können Drohungen aussprechen, können die Menschen niederhalten, indem sie Ängste schüren, indem sie mit Mächten von oben drohen und auf den Abgrund unten hinweisen. Jesus aber bringt diese Mächte zum Schweigen. In wem der Glaube wächst und das Vertrauen auf den Auferstandenen, Jesus, der schläft und aufgeweckt wird, bei dem werden diese Drohungen ins Leere laufen, er wird von diesen Ängsten befreit. Freilich, der Keim des Glaubens braucht Zeit, um zu wachsen und um zur Reife zu gelangen. Das sehen wir auch an den Jüngern. Uns entgeht manchmal, wohin überall dieser Same des Gottesreiches gefallen ist und in wem er zu keimen begonnen hat. Der Erste, der die Frage beantwortet, wer denn dieser sei, dem die unreinen Geister und der Wind und der See gehorchen, ist keiner der Jünger, sondern der heidnische römische Hauptmann, der unter dem Kreuz sagen wird, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Musik.